Wenn ihr interessanten Tratsch in der Stadt hört, erzählt mir davon. Natürlich. Oh, Lydia. Wir müssen den Trommelklängen nicht weiter zuhören. Ich will mich nicht mit Vampiren abgeben. Lass mich in Ruhe. Was ist das hier? Oh, wir sind zurückgegangen. Was ist das hier? Waren aus Graukiefer. Ah, können wir hier Sachen verkaufen? Herzlich willkommen in Falkenring. Hier sind alle wahren Söhne von Himmelsrand willkommen. Das ist sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Kann ich euch etwas bringen? Hi, Solas. Im Gegensatz zu meinem Bruder habe ich keine Probleme mit Fremden. Als Sturmmantel habe ich viele davon kennengelernt. Seid ihr ein Sturmmantel? Ich war es mal. Ich wurde dann in einem Gefecht in der Nähe von Windhelm verwundet. Aber das ist Jahre her. Jetzt sind sie Verkäufer. Jetzt kämpfe ich zwar nicht mehr in Ulfriks Namen, ehre aber immer noch seine Ideale. Himmelsrand ist das Land der Nord. Und wir sollten hier herrschen. Mhm. Wir brauchen keine Hilfe vom Kaiserreich. Ja, gut. Danke. Was aus meinem Laden stehlt, werdet ihr es bedauern. Ja, ich möchte eher Sachen loswerden, du Sack. Tschüss. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Oh, 1,7 wieder. Fantastisch. Habt ihr da draußen einen Hund gesehen? Nein. Ah, verstehe. Der Schmied hat eine Belohnung für einen Hund ausgesetzt, den er auf der Straße gesehen hatte. Meine Hoffnung war, dass ihr ihn vielleicht gesehen hättet. Ich bin gerade erst... Ich werde dann wohl weiter Wache halten. Und brich mit Lot. Euch während eures Aufenthaltes hier lieber benehmen. Hab ich das Gegenteil behauptet? Wollte einmal auf die Karte gucken. Sind nämlich schon vorbeigefahren. Niet. Vorbeigefahren sind wir. Lot denn da? Das ist das Haus von Lot. Aber reinkommen wir nicht. Ja, guck nicht so blöd. Bist du Lot? Du bist Lot. Oh, hi Lot. Einen Hund auf der Straße gesehen? Nein, habe ich noch nicht. Ein starkes Tier, das in der Nähe der Stadt herumstreut. Nein, dieser läuft allein auf der Straße. Ich bin so dumm, ich wollte das mit der Wache erwähnen. Ich schaffe es nicht, ihn zu fangen. Könnte aber ein wildes, treues Tier als Begleitung gebrauchen. Als Schmied. Wenn ihr ihn für mich fangen wollt, gebe ich euch frisches Fleisch, damit ihr ihn auf der Straße anlocken könnt. Ja klar, warum nicht? Können wir üben. Gut. Ihr könnt euch ein wenig Gold verdienen, wenn ihr erfolgreich seid. Das wäre toll. Seht euch die Straße direkt vor der Stadt an. Ja, machen wir. Mal gucken, ob wir das schaffen. Moment, Immunmi kratzen. Lydia, hör auf damit. Ich könnte mich jetzt auch eigentlich wieder ausziehen. Die Jacke brauche ich jetzt nicht mehr. Ich sehe gruselig aus. Mal gucken, ob wir einen Hund finden können. Das heißt ja auf der Straße, also irgendwo hier, schätze ich mal. Es gibt zwei Wege. Das ist jetzt so witzig. Aber bellt der uns an oder müssen wir ihn finden? Lydia, gehst du doch mal in die andere Richtung. Wenn du einen Hund siehst, rufst du. Hundi! Bist du? Nicht hier. Kein Hund da. Können wir eben was gucken? Das ist eine Burg. Achso. Mit den Bäumen passiert.
Oder dem einen Baum. Der muss riesig gewesen sein. Was ist das? Cool und gruselig. Wir gehen zurück, Lydia. Wir gehen in die andere Richtung. Hier ist nix. Kein Hund da. Kein Hund zu sehen. Und jetzt gewittert es auch noch. Super, das allererste Mal, dass ich Gewitter mitkriege in Skyrim. Und wir tanzen draußen im Regen, aber wir ziehen uns nicht aus, Lydia. Dass du mich verstanden hast, ja? Scheiße. Kacke. Ich will da nicht rein, nicht heute. Anderes Mal, ja? Ich will diesen Hund finden. Eigentlich. Wenn wir ihn nicht finden, ist auch nicht tragisch. Ich will mit den Leuten reden. Was ist das? Nächstes Stadttor? Wo landen wir denn dann? Da. Komm mal in Frieden. Wo sind wir hier? Kann ich in diese Richtung gehen? Wieso nicht? Weil wir das noch nicht kennen, deswegen. Oh, scheiße. Oh, wo sind wir noch reingeraten, Lydia? Hund! Hase. Ist Hase, nicht Hund. Schade, aber auch. Hätten wir so schön braten können. Hätten wir nur ein bisschen früher reagiert, aber egal. Ha! Tut mir leid, Hasi. Können wir dich mitnehmen? Ja. Sehr cool. Ruhe in Frieden, mein kleiner Freund. Tut mir sehr leid. Dieser bekloppte Hund. Er ist aber nicht in dieser blöden Ruine, oder? Ja, hier nicht. Hier meine ich. Wir gehen zurück. Und sprechen mit dem Jarl. Guten Tag. Was machen Sie dort? Was? Steht da? Almor Stadthalter von Talmor? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Sind wir vom Weg abgekommen? Da müssen wir hin. Wir sind vom Weg abgekommen. Haben die Abbiegung verpasst. Ups. Ich höre irgendwo einen Hund. Aber wo?
Da! Hi! Woher? Genau, wonach ich gesucht habe. Er kann reden? Was? Der kann reden? Ihr habt geredet? Am Himmelsrand leben jetzt riesige fliegende Echsen und zweibeinige Katzenmenschen. Und über mich wundert ihr euch? Ja, so ein bisschen. Ich habe gerade gesprochen und das werde ich auch weiterhin tun. Ach du Gott. Wisst ihr, mein Name ist Barbara. Ja, das lesen wir. Ich habe ein Problem, bei dem ihr mir vermutlich helfen könnt. Das glaubst du? Was ist denn los? Mein Meister und ich hatten sozusagen ein Zerwürfnis. Und deswegen bist du jetzt ein Hund. Und die Dinge wurden etwas hitzig. Okay. Er hat mich rausgeworfen, bis ich jemanden finde, der unsere Meinungsverschiedenheit beilegen kann. Und hier kommt ihr ins Spiel. Wir sollen der Vermittler sein. Sich nicht sehr weit von seinen Schweinen entfernt manifestieren. Ich weiß, es gibt einen Kult, der ihn bei Hemas Schande verehrt. Dort können wir sicher mit ihm reden. Wenn das gelingt, sorge ich dafür, dass ihr belohnt werdet. Traut nur keinem Angebot, das er euch macht. In Ordnung? Okay. Der beste Freund eines Daedra. Sollen wir dem trauen? Was wird das, wenn es fertig ist? Gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen. Ja, ja. Ja, ja, bist du nicht der Erste, der mir das erzählt? Ein Hund, der sprechen kann. Oh Gott. Da wird doch der Hund in der Falle verrückt. Und diese blöde Ziege auch. Geh mir so auf den Sack. Hundi? Warte auf uns! Barbas, warte doch! Ja klar, jetzt gehst du durch die Felder. Ich komme. Doch getäuscht? Ein Hund, der sich nicht entscheiden kann. Ich traue dem Braten irgendwie nicht. Barbas, wo gehst du denn noch hin? Oh, es hat aufgehört zu regnen. Fantastisch. Was wird das, als fertig ist? Hä? Gegen wen kämpft ihr denn dort? Oh, ich baue was. Bist du denn jetzt? Gut. Lydia kann keinen Kampf auslassen. Und die Steine auch nicht. Lydia, komm her. Greif bloß nicht meine Lydia an. Gute Entscheidung. Du Barbas, wo bist du? Oh nein.
Eine Frostbissspinne. Dankeschön. Ihr seid so eklig. Wo ist Barbas? Jetzt habe ich den Hund verloren. Willst du mich verarschen? Wir gehen mal den Weg lang. Mal gucken, ob das richtig ist. Guten Tag. Freund oder Feind? Nordwardone. Wir wollen nichts anzetteln. Wir wollen einfach nur vorbei, weil wir haben Barbas verloren. Was sehr dumm ist. Ach du. Was ist das? Das hat sich noch nicht richtig aufgebaut. So, wo sind wir? Wo sind wir? Was ist das für Musik? Guck mal, wer da ist. Du bist einfach weitergelaufen. Ja, du hast nicht auf uns gewartet, du Blödmann. Du bist einfach weitergelaufen. Ein Glück, dass ich dem Weg gefolgt bin. So. Falls wir das vermasseln. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen. Banditen. Das war's mit ihm. Entschuldigung, Babas. Moment, Babas. Die Sachen will ich alle nicht. Da ist noch einer. Nur wo? Ist die Lydia? Oh, das sind sogar noch mehr. Lydia, komm.